So Leute, nachdem ich mir jetzt erstmal das neue AMV von Dark Dragon 6333 angeguckt habe, bin ich bereit, wieder weiter hier zu machen. Bei dieser Stage, die die Hölle ist. Also zumindest das Ende. Irgendwann schaffen wir es schon. Ich bin da doch relativ zuversichtlich noch. Ist noch nicht so wie bei Mega Man 1. Noch nicht. Wenn wir noch 3-4 Mal Game Over gehen in diesem Level, dann ja. Aber noch ist alles in Ordnung. Noch ist alles gelassen. Ach, falsche Waffe. Ich denke immer, C ist der komische Boomerang. Ich will den gern mal ein bisschen mehr verwenden, aber ne, ich nehme einfach Metal und das funktioniert alles super. Ich wollte eigentlich nach unten schießen, aber wollte wohl nicht. Oh, die drei brauchen wir hier. Die nicht höher gehen will mehr. Das ist wie die Crashbombe. Oh, nein, 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 mach, lass mal den einfach stehen. Die Musik ist immer noch episch. Jetzt muss ich jeden Part wieder sagen, aber die ist einfach nur geil. Übrigens, guck das neue AMV von Dark Dragon 6. Okay, wahrscheinlich hat er bis das Video hochgeladen ist schon wieder ein neues hochgeladen, aber ich meine gerade den Mashup. Ja. Vielleicht, wenn ich dran denken sollte, verlinke ich ihn nochmal in der Beschreibung oder das Video. Das Video ist übrigens von der GEMA gesperrt, ne? Deswegen bräuchtet ihr vielleicht einen Link dazu, damit ihr das überhaupt findet. Na, ich hoffe, ich denke dran, wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Wenn ich nicht dran gedacht habe, postet es bitte in die Kommentare und ich werde nachträglich den Link einfügen. Aber bitte mehr Worte, weil, als nur Link ein bisschen besser erklären, sonst weiß ich nicht, was gemeint ist, denn ich nehme so weit im Voraus, also ich habe gerade mal 2 Folgen von South Park von der letzten Session gerendert. Jetzt konzentrieren. Wir können noch langsam machen, solange wie es noch nicht selber scrollt. Und jetzt müssen wir uns beeilen. Alter, warum ist der Sprite von dem Teil so groß? Das ist doch bescheuert. Nochmal. Ah, dass wir nicht mal wenigstens vor dem Drachen rauskommen könnten. Wir müssen immer hier unten wieder rauskommen. Das regt mich auf am meisten. Dass wir dann auch immer wieder die scheiß Waffe 1 brauchen. Dann ist nicht wirklich Waffe 1, das ist Seite 1. Und das Problem ist, ich weiß, dass man gegen den Drachen auch noch kämpfen muss. Der kriegt noch eine Energieleiste später. Das Springen ist nur der Anfang. Und ich versage schon daran so phänomenal. Oh nein, 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 nein. Einfach weitergehen. Meine Hände sind schon ganz schwitzig. Alter, ey, das ist doch beschissen. Das müssen wir hier schon wieder lang, ey. Haben wir denn noch genug für? Das müsste noch für einmal reichen, oder? Wenn wir es ordentlich anstellen. Und nicht wieder 2 auf einmal. Alter, ich will aus dem Menü raus.
Es ist entweder, komme ich überhaupt nicht dorthin, oder ich überschieße diesen einen Sprung und fall runter. Das ist es. Aber wenn ich, ja, nee, wenn ich den nicht überschieße, sterbe ich, weil der Drache dann auftaucht. Fick doch die Henne, ey. Das ewige Menügewechsel geht mir vielleicht auf den Sack. Ja, whatever. Ich sag nichts mehr, bis wir den Typen geschafft haben. Nee, werde ich nicht durchhalten, aber... Mir ist es... Die Stimmung ist mir gerade danach. Die dummen Dosen hier, ey. Dummen Dosen. Das wären mal die Nachfolger der toten Hosen, die dummen Dosen. Warum wollte ich gerade das auswählen? Konzentration jetzt. Du Scheiße. Wir hatten es aber fast. Wir müssen dem Feuer ausweichen. Und wir sind Game Over. Wenn wir dem zweiten Feuer ausweichen, ist alles in Ordnung. Über das erste drüber springen und beim zweiten am besten auf die untere Plattform oder auf die obere. Ah, das habe ich dann, bis ich dort bin, wieder vergessen. Und bis ich es vielleicht überhaupt nochmal schaffe. Und immer dieser Weg wieder dorthin. Ich drück schon wieder immer auf die Turbo-Taste, aber ist mir eigentlich auch scheißegal. Turbo-Schast-Taste. Guck mal. Das ist, so schieße ich normal, so schieße ich Turbo. Ja. Gut. Dass wir uns verstehen. Damit ihr wisst, wann ich die Turbo-Schast-Taste drücke. Ist legit, finde ich. Ist ein legites Mittel für Spiele. Man konnte sich auch Controller kaufen mit Turbo-Taste damals. Deswegen, warum nicht? Warum darf ich das nicht? Aber nur brauche ich es ja nicht wirklich. Was mache ich denn gerade? Alle Waffen durch. Hau ab, du Teil! Ja, danke, es reicht die Munition doch dafür, doch, gerade so noch. Ruhe, Hund! Draußen ist ein Hund. Moment, wir verschwenden das nicht. Verschwendung ist scheiße. Aber manchmal muss es auch sein. Das ist auch der Grund darum, warum ich dauernd das Leben dort nicht einsammle. Natürlich braucht er noch zwei Hits.
Warum laggt denn das gerade? Mein PC macht wieder irgendwelche komischen Prozesse im Hintergrund auf, oder was? So, Freund Drache. Diesmal kommst du in die Suppe. Hier war springen, genau. Das war schon wieder zu knapp. Alter! Ey, das kann doch nicht... Reicht's langsam dicke? Ich bin schon wieder kurz davor, den Safe State zu benutzen. Also vor dem Drachen und dann immer den Safe State zu laden. Ja, ich muss erstmal die 1 ausrüsten. Wenn ich jetzt nochmal Game Over gehe, dann benutze ich den Safe State. Das war schon wieder am Arsch. Nope, doch genau richtig. So. Ich meine, wir waren langsam genug, lange genug in dem Level hier. Langsam reicht's mir. Yes, ja. Wir haben es geschafft, wir haben es. Ja, was? Wir haben es geschafft. Oh yeah. Siehst du, man muss erstmal mit Safe States drohen, ne? So, wir kommen jetzt. Wir haben jetzt endlich die erste Stage geschafft. Ich glaube, der Rest kann nur besser werden. Oh Gott, was ist das denn da unten? Megawind. Wir können was auffüllen. Nehmen wir mal die 1 oder die 3. Nehmen wir die 1. Man weiß ja nie, wann sowas nochmal gebraucht wird. Aber hier an den Gegner könnten wir es wahrscheinlich eh unendlich auffüllen, wenn sie was fallen lassen. Ich finde, wir sollten erstmal Metal auffüllen, auch wenn die nicht so viel Munition verbrauchen. Ah, die 2. Natürlich, es geht natürlich gleich weiter mit den Plattformwaffen. Und unten wieder Instant Death Spikes. Ach, ficken, da wäre ein Energietank gewesen. Wer weiß, wie lange wir den behalten? Ach so, hat geklappt. Wahrscheinlich wäre der Weg mit dem Energietank, der führt noch viel zu viel mehr Zeug, oder? Bestimmt. Ah ja, Leben und Waffenenergie. Was kommt als nächstes noch? Ach ja, noch ein Energietank, noch ein Leben. Ja, ist ja bald mal genug. Nächstes Mal müssen wir versuchen, dort lang zu gehen. Ach nee, nächstes Mal haben wir nicht genügend Waffenenergie auf der 2. Überhaupt so weit zu kommen. Was kommt hier? Oh, die Zapfen. Die Dildo-Teile. Die sehr viel Zeug geben. Hey, aber weder Leben noch Energietanks sind. Ich glaube, Energietanks können die Gegner überhaupt nicht droppen, aber das ist mir scheißegal. Das sind vielleicht ein paar nervige Gegner. Die brauchen sogar mit Metal noch 2 Hits, ne? Ja. Gut, dass wir so viel Zeug von dem zurückkommen. Die sind auch der Crashman Stage im Sprung. Nicht Crash, sondern Metal. Ja, von mir aus. Ich war nur froh, dass die 3 noch gereicht hat.
Sind wir so gut wie tot, jetzt bin ich nicht mehr froh. Ich hätte gerne ein bisschen Energie, ne? Ja, war gut. Ich bin der Eins. Nope, nicht mit einem. Ach, vergiss es doch. Ach du Scheiße. Jetzt kommt der Boss und wir sind fast tot. Super. Metall hilft im Zweifelsfall. Der Raum ist der Boss, okay. Der Raum springt auf uns. Und wir machen. Der Raum macht Damage. Der Raum macht asozialen Damage. Scheiße. Jetzt dürfen wir nicht an den Teilen so verkacken. Wir müssen uns auch an den Zapfen unsere 3 aufladen, sonst kommen wir überhaupt eh nicht weit. Ja, große Waffenenergie, genau das will ich. So, das reicht dann an 3. Schlagen wir uns weiter einen Weg durch die Zapfen. Ich versuche noch ein Der Raum ist der Boss-Tribe versuche ich noch. Dann ist erstmal die Folge zu Ende. Aber zuerst müssen wir an den Teilen möglichst unbeschadet vorbei. Damit. Kann ich doch schon wieder vergessen, weil ich auch nicht weiß, welche Fliesen des Bosses zuerst und irgendwo kommen. Wie soll ich an den beiden unbeschadet vorbeikommen? Guck mal, das geht doch nicht. Wer hat sich das ausgedacht? Game over. Wir sehen uns in der nächsten Folge.